Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Lotus-Folge hier aus Stadtteil Düsseldorf hier. Schön, dass ihr dabei seid im Multiplayer, heute mal unterwegs. Neben mir steht der Phasus, ja, man kann es nicht lesen, Gott sei Dank. Ja, er bimmelt schon recht fleißig. Wir haben aber noch den Hobby dabei. Hallo. Und der Dennis, die beiden Startenden, allerdings denn jetzt ja am Hauptbahnhof. Wir beide, ich und Phasus, sind denn jetzt hier Lörig auf der Linie, was war das, 710? Genau. Und ja, lass uns am besten überraschen, wie das Ganze jetzt dementsprechend hier heute funktioniert. Im Livestream konnten wir das Ganze natürlich jetzt nicht so brennend zeigen, da das Ganze mehr, ja mehr eine Dia-Show war als alles andere. Hoffen wir mal, dass die Performance heute hier doch besser sein sollte. Aber eins kann man schon sagen, Lotus muss auf jeden Fall knüfteln, dass die Performance hier deutlich besser wird. Aber lassen wir uns mal überraschen. Wir warten jetzt hier noch 5 Minuten. Der Phasus hat jetzt Abfahrt und von daher können wir hier die stylische neue Uhr jetzt hier einblenden lassen. Und dementsprechend... Steuerung und C, genau. Ah, stimmt, ja. Genau. Und da können wir dann halt... dementsprechend, ja, uns überraschen lassen. Klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick. Also tontechnisch muss ich schon sagen, ist schon absolut geil, ja. So, man muss aber auch so sagen, ich finde die Fahrzeuge auch echt hübsch, ja. So, Stromabnehmer nach oben. Zing, zing, zing. So, Spiegel raus. Wundervoll. Dann, was haben wir jetzt hier noch? Sehr schön. Licht schon mal einschalten. Wir können hier schon mal schildern. Und dann passt das schon Ganze. So, Linie. Nein. Löschen. 710. Und die Route war 43, ne? 42. 42. So. Steht noch Zuglänge. So. Und da schildert schon. Ja, wir haben wieder mal bestes Wetter. Ja, schön sommerlich hier. Keine einzelne Wolke am Himmel. Aber immerhin, ne? Wir heizen trotzdem. Damit die alle schwitzen, ne? Kennt man. So, ja, ich weiß nicht, bist du schon abgefahren? Ja, ich habe noch keinen F1 bekommen. Schande. Vorhin müsste es ein F3 sein. Weil wir uns auch noch kein F1 kommen. Wir haben jetzt nämlich schon 10.05 Uhr. 10.05 Uhr, genau. Ich wollte um 10.10 Uhr abfahren. Naja, müssen wir mal abwarten. Ja, was kann man noch zu Düsseldorf sagen? Wir hatten ja, wie gesagt, den Start-Livestream dazu. Das Ganze kostet 35 Euro jetzt in der Anfangsphase. 3 Phasen gibt es insgesamt, kostet dann in der letzten Phase 50 Euro. Mit dabei sind irgendwie 6 Fahrzeuge. Wie viel Kilometer? Wir hatten 40 Kilometer Strecke irgendwie, wenn ich das Ganze jetzt richtig im Kopf habe. Ja, und natürlich allem drum und dran, was dazugehört, ne, als Straßenbahn-Fan. Kann man sich auf jeden Fall das Ganze mal anschauen. Was ich persönlich halt ziemlich geil finde, sind die Fahrzeuge. Die Fahrzeuge sind so detailliert, ja, die sind so hübsch. Also, schon allein die Fahrzeuge sind das Geld allemal wert. Meine Meinung. Ist jetzt natürlich jeden anders so, ne? Aber wenn man jetzt mal hier so ein bisschen drin ist, ne, das sieht schon echt exzellent aus. Warte mal, müssen wir mal kurz gucken. Wo waren das jetzt? Wo waren die Innenbeleuchtung? Innenbeleuchtung ist hier auf dem Tableau, glaube ich, ganz rechts unten. Das ist doch die Kasse. Achso, Kassenbeleuchtung, stimmt. Kupplung? Gute Frage. Der hat ja auch Licht drin, das weiß ich auf jeden Fall. Achso, nee, im Innenraum. Du musst erstmal. Ah ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt. Ja, genau, hier gab es einen Kasten. Ah, guck mal, hier haben wir noch einen Kasten. Und hier können wir den Hauptschalterlicht hier anmachen. Zack. Licht an. So. Ah, wundervoll.
Ja, siehst du, so selten sind wir damit unterwegs. Obwohl, eigentlich, wenn wir jetzt mal Lotus im Multiplayer spielen, dann sind wir hier eigentlich die ganze Zeit eigentlich nur mit Düsseldorf mal beschäftigt. Aber es trübt natürlich halt, weil die Performance halt wirklich manchmal. Oh. Du würdest lieber gern, weißt du, aber das geht dann halt nicht. Weil dann die Performance nicht so wirklich mitmacht. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, ist gut. Außer das ladet manchmal die Objekte ein bisschen lange. Ja, aber du hast jetzt schon 2 Minuten Verspätung. Ja, du stellst dich dann da vorne. Ja, ich hab mich vorne hingestellt, wo man ein bisschen stand. Achso, geht's. Ja, du musst ja in dir reinkommen. Na egal. Ja, muss ich nicht. Ah, warte mal, wir haben einen Fehler gemacht. Erstmal die Türfreigabe wählen. Ja, und jetzt. Hast du Möglichkeit, beim Signalfahren? Aber du fährst nur einmal über die Weiche und dann bist du auf meinem Nebengleis. Dann fährst du nicht durch mich durch. Ja, wenn wir das gleich sehen. So, wir wollten mal eine Folge am Tage aufnehmen. Mal in der nächsten Folge mal so ein bisschen so Abenddämmerung. Mal gucken, wie sich das Ganze so ausschaut. KI-Fahrzeuge gibt es natürlich hier nicht im Multiplayer. Deswegen müssen wir darauf noch verzichten. Aber soweit, ja, lassen wir uns überraschen, wie es dann dementsprechend so ausschaut. In 2 Minuten haben wir Abfahrt. Und dann lassen wir uns mal überraschen, wie weit der Phasus zugekommen ist in der Zeit. Ja, ich stand eben hier, erste Ampel, die ich mitnehmen konnte, war direkt auf Rot. Also, ja, ich bin das. Ja. Schleife 17, ja, ist das hier. Aha, alles klar. Ja, es gibt während der Phasen mehrere Updates, wo dann zum Beispiel die Strecke immer noch verlängert wird oder neuer Content praktisch noch dazukommt. Ich glaube, zum Start jetzt in der ersten Phase, also glaube, ein Fahrzeug fehlt, ne? Ja, der GT6. Ein Fahrzeug also wird dann dementsprechend noch nachgereicht, hat man schon angegeben. Also da gibt es dann halt dementsprechend ja, noch neuen Content. Da bin ich mal gespannt drauf. Wie gesagt, KI-Fahrzeuge fahren ja auch schon. Eins kreiert für die Karte Düsseldorf, die ja dann ja, kurzzeitig dann für Lotus dann halt benutzt worden sind. Dass man da dann zumindest die ersten Fahrzeuge benutzen konnte. Ich glaube, die hatten... Die hatten den Manta nachgereicht, ne? Verwechselst du was? Ja? Die KI-Fahrzeuge. Die Ente, ja, die Ente, die kam aus Hamburg. Genau. Die kam aus Hamburg. Aber dann kamen ja weitere Fahrzeuge und die kamen dann von Düsseldorf, meiner Meinung nach. Ja, ein Mercedes und ein Manta. Genau. Ah, okay. Aber das erste Fahrzeug kam, hast du recht, kam von Hamburg. Oh, ja. Ist ja Abfahrt. Mhm. Ah, nicht schlafen, die Kollegen. Ich muss erstmal Knopf drücken. Mhm. Knopf drücken. Push the button. Push the button. Ja, Doppeltraktion heute. Lyrikerstraße. Ich bin schon längst losgefahren. Ich habe 10 nach einer Abfahrt gehabt, also bin ich um 10 nach losgefahren. Ich weiß ja nicht, wie viel Fahrt vom Signal. Ja, du bist ja um 5 Mal nicht losgefahren, Hobby. Du hattest eigentlich die ganze Zeit Abfahrt. Ja, und ich dachte, bis gleich. Ich weiß nicht, wo ich bei dir stand, aber ich stand bei mir nicht auf irgendwo, wo ich dich blockiert hätte. Achso, jetzt haben sie das Gleis freigeschaltet. Vorne war das Gleis nicht freigeschaltet, das Innengleis. Ich hab jetzt vergessen, aber Lotus leiser zu machen, also. Falls ihr die Jungs jetzt so schwer hört, tut's mir leid, aber raustappen wisst ihr ja immer, wie es so ist, ne?
Kohle schlagen. Wirklich eigentlich nicht so kompliziert wie in anderen Spielen. Ich kenne einige andere Simulatoren, die es dann wirklich schwer machen. So, oh Gott. Ja, wie lange steht ihr mal so? Ein paar Sekündchen oder was? Türen auf, 10 Minuten. Also. Sag mir mal 2 Minuten pro, pro Haltestelle ab mit Abfahrt. 2 Minuten? Nee, 10, so lange warte ich nicht. 10.12 Uhr, 10.14 Uhr und so weiter. Also, ich stehe an der Haltestelle, da so zwischen 20 und 30 Sekunden von an. Natürlich, wenn die Ampel auf Fahrt, nicht auf Fahrt, sondern auf Halt, dauert es ein bisschen länger. Und wenn die Ampel natürlich gerade auf Fahrt ist, dann kann man ein bisschen kürzer fahren. Weil sie sind noch nicht der Fahrt, ich bin schon ein bisschen gemerkt. Ich wollte auch nicht länger stehen bleiben. Ja. Ach, immer schön, immer vor rotem Signal zu stehen. Traumhaft. Ja, geht mir auch gerade. Ja, naja, so kommt man sich wenigstens nicht in die Quere, ne? Nein. Ja, wir sind hier übrigens mit einem etwas älteren Modell unterwegs. Ja, ich bin ein ganz altes Modell. Welchen hast du? Den GT8. Genau, wir haben ja... Ich dachte, dass man jedes Fahrzeug mal zeigen kann. Ja, also auf jeden Fall, also das modernste Fahrzeug ist dieser B80D, ne? B80 Stahl, ja. B80 Stahl, ja. Das ist das jüngste Fahrzeug. Der wird heutzutage ja auch noch eingesetzt. Beziehungsweise der GT8 wird heutzutage, glaube ich, auch noch teilweise eingesetzt. Genau, mit dem sind wir nämlich unterwegs, mit dem GT8 SU. Wie gesagt, halt schön Doppeltraktion. So, wie es gehört. Ja. Ja, in manchen Städten fährt dann noch der GTA. Auch im selben Moment. Bin erst Anfang des Jahres mit dem GTA 8 noch gefahren. Ludwigshafen. Schönes Modell. So. Prinzenallee. Aber man merkt halt, ne, dass die Performance mittlerweile schon echt kämpft. Also, es war ja teilweise, bei München war es ja auch schon so gewesen, ne, dass das Ganze da halt nicht so rund lief. Damals hatte man ja gefühlt München ja noch so ein bisschen die Schuld gegeben, halt so, mit allem drum und dran, halt wegen, ja,
große Texturen und so weiter und so fort, aber auch hier, Düsseldorf, ja, wo sie halt zum Beispiel jetzt nicht so hochauflösende Texturen zum Beispiel benutzen oder sowas, läuft das trotzdem schon anders, als wie wenn du zum Beispiel, ich sag mal, auf der Karte von Willi unterwegs bist oder sowas, ja, oder Straßenbahn Forsthausen, ja, also die eigens kreiert, ja, also da merkt man halt schon, die Frage ist halt nur, warum ist das halt so? Darauf kriegst du ja zum Teil immer wirklich eine Antwort. Was dann immer extrem schade ist. Denn. Rheinbahnhof, Endstelle. Alles auf, wunderschön. Rheinbahnhaus. Das war ein rotes Signal. Das haben wir nicht mehr geschafft. Beim besten Willen nicht mehr. Bist du das von mir, Phasis? Ja. Ja, ich hab vor dem nächsten Signal so lang gestanden. Ja, komm. So, müssen wir Kreuzung freilassen. Bobby ist auch schon wieder hinter mir. Läuft. So, schnell. Die Nadeln sind super abgestimmt. Ja. Gut, wahrscheinlich hatten die damals nicht so viele Straßenbahnen, wie wir jetzt hier gerade rumfahren. Nee, damals gab es keine Ampelanforderungen, das wisst ihr ja hier auch. Heutzutage gibt es ja Ampelanforderungen, dass es halt nicht so ewig an der Ampel stehen muss. Ah, so. Weil damals war es halt echt die Sache, ob du gerade deine Phase bekommen hast oder nicht. Das ist eigentlich ein ziemlich nice Bild hier. Alter. Also Lotus kann, wenn es will, echt hübsch aussehen, ne? Gerade wenn so mit Schatten und alles sowas sind, ne? Also diese Spielerlitze, da stehe ich voll drauf. Ding! Ja, mal gucken. Ja, wenn natürlich andere Fahrzeuge jetzt nur einen noch vor der Nase sind, ne, dann zieht es natürlich nochmal extra Performance. Ja. So schaut's aus.
habe auch versucht, hier nochmal die beste Einstellung zu finden. Es ist, du gefühlt kannst du hier auch einstellen, was du willst. Ja. Es wird halt von der Leistung her nur minimalistisch halt irgendwie profitabel, ja, aber so diesen riesen Umschwung, dass du jetzt hier mit einer Option zum Beispiel, wenn du jetzt da irgendwas einstellst, so dieses absolute Nonplusultra rausholst an Performance, das war nicht. Also ich habe meinen Tag einfach mal so ein, zwei Stunden mich mal damit intensiv aber so auseinandergesetzt, aber das Problem ist, es gibt hier so Einstellungsmöglichkeiten, wo ich mir so denke, da wäre mal so eine richtige Erklärung irgendwie zum Beispiel vonnöten irgendwie. Zum Beispiel diese Nachverbesserung oder wie das da heißt da. Was ist das? Wozu braucht man das? Muss man es aktivieren oder sollte man es lieber auslassen? Wieso, weshalb, warum? Ja, also sowas. Ja, und dann ist natürlich dann immer ein bisschen schade, weil du musst halt jedes Mal den Lotus neu starten. Du hast ja nicht sofort ja drin, ne? Also, neu starten und neu testen. Wow, jetzt habe ich einen Hänger. Beste Grafik, aber das hat dann eher schlechter gemacht. So von. Wo kommt Dennis wahrscheinlich, oder? Hobby. Ach, Hobby ist das? Dennis ist schon an dir vorbei. Du müsstest an dir schon vorbei sein. Ja. Wenn du schon entgegenkommst. Also, hier, ne? Hobby magst du gern alt. Ja. Ist auch ein schönes Fahrzeug eigentlich, ne? Ja, finde ich auch. Sehr halt auf alte Fahrzeuge. Ich bin ja auch eher so, ne? Also muss eher rustikal sein. Damals noch schöne Lederbänke und alles sowas, so, weißt du? Heute musst du zufrieden sein, wenn du schon Polster ist oder dir hast, ja? Obwohl ich eigentlich auch der Meinung bin, das würde auch Holzbänke reichen. Na gut. Köln hat da Plastik-Sitze. Überhaupt Sitze. Können sie rumkratzen, wie sie wollen, verstehst du? Ja. Ist überhaupt Sitze. Naja, sitzen musst du schon. Du musst dir ja auch ein bisschen Komfort bieten. Also ganz ohne. Ja, wo ich erstmal in Köln war, wo ich da die Stadtbahn gefahren war, Plastiksitze, dass es sowas noch gibt. Übrigens, das mit dem Holzsitz hat uns gerade jemand vorgeschlagen, der das letzte Mal vor 100 Jahren in der Straße gefahren ist. Ja, na gut, wo ich und wir in Hannover waren, war da war Holzsitze. Ne? Das war das Baujahr von 45 oder 40, ja. Danach sagt man, dass die Probe an Proben. Vielleicht nicht so schön den Knüppel runterhauen und bremsen. So. Kurbel. Ja, zu früh Gas gegeben. Das ist mir jetzt auch schon öfter passiert. Oh,
stehe mit dem Arsch da drauf auf der Straße hier. Vorher wussten sie, was sie erst stundenlang gemacht haben, die Straße beim Fahren. Und wie heute. Also wie gesagt, ne, also performancetechnisch kann ich mich nur entschuldigen, aber 100% an mir kannst du jetzt nicht mehr liegen. Muss ich jetzt mal so, wenn es vielleicht die Grafikkarte ist, was ich mir nicht vorstellen kann, also eine 1080. Das, was so ein bisschen angegeben wird im Steam halt mit der Mindestanforderung, das ist teilweise echt so utopisch, ja, das kann ich hinhauen. Also würde man mit so einem System spielen, wie es da angegeben würde, ich glaube, da könntest du froh sein, wenn du mal über 10 FPS kommst oder sowas, aber... Wenn du es überhaupt starten bekriegst. Deswegen, also auf jeden Fall muss man hier wirklich, wirklich sagen, mit Geduld, ja. Also ihr braucht, wenn ihr wirklich den Simulator wirklich nur zum Reinzocken haben wollt, wartet, Leute, wartet. Also das bringt nichts. Also ich habe hier ein System mittlerweile, jetzt wenn man alles so zusammenrechnet, 1.300 € oder sowas, ja. Und ihr seht das Ganze, wie es jetzt hier läuft. Es ist halt alles Early Access noch, ne? Ich meine, klar, jetzt kann man das Ganze jetzt natürlich so auslutschen. Ja, ja, ist immer alles Early Access und so. In dem Falle ist es halt so, ne? Man kann es halt jetzt nicht ändern. Aber es bringt halt auch nichts, wenn man da dann halt wirklich so, ich sag mal, aggressiv schon, ja, gegen den Entwickler dann vorgeht dann halt. Ne? Die versuchen ja natürlich daran zu arbeiten und zu machen und zu tun. Ja, aber manchmal gibt es halt immer so ein paar Schwierigkeiten, die kann man dann halt vorher schon immer nicht einschätzen, ja, wie, was, wie läuft und so. Deswegen, also hier ist auf jeden Fall viel Geduld noch gefragt halt, ne, und die muss man halt mitbringen. Das ist bei Early Access, bei allen Early Access Titeln ist das halt so. Ein Patch kann auf einmal schon wieder alles aushebeln, ne? Der nächste Patch allerdings, ja, der holt auf einmal das Maximum raus. Das ist halt immer so eine Sache mit Early Access halt. Ja, das ist wie Roulette spielen. Lotus ist wie eine Wundertüte, wo nie was drin ist. So, Phasus fährt wieder, wir kommen. Aber sonst macht Lotus ein gutes Timing, würde ich sagen, oder? Lotus macht Spaß. Also, wie gesagt, wenn du alleine halt so unterwegs bist, ne, dann merkst du es halt schon. Das Problem ist halt auch noch, was bei mir immer noch mit dazu kommt, ist immer dieses ganze Aufnehmen halt. Also, dieses Aufnehmen halt immer noch. Das sieht auch Performance. Obwohl es jetzt nicht so extrem ist, weil CPU ist gerade mal bei 3% ausgelastet, ja, mit der Aufnahme. So, also, ne, macht das schon Spaß, aber es ist halt nur mal Performance, die halt irgendwo fehlt. Wenn du halt allein unterwegs bist, dann rockt das schon. Ja, aber für Multiplayer macht es doch mehr Spaß. Ja, es ist auf jeden Fall schon was anderes als wie bei Omsi, ne? Ja. Da hat halt der Multiplayer gefehlt. Die haben zwar versucht, mit BBS den nachzumachen, aber ja, hat auch nicht wirklich gerockt. Na doch, hat schon was gebracht, finde ich. Ja, die Freude war zwar da, aber nur kurz, finde ich. Nö, finde ich nicht. Also, eigentlich macht es schon Spaß, wenn du dann halt für eine Firma fahren kannst. Hast du wenigstens ein Ziel hin? Apropos, ich wäre gerne noch mitfahren. Wir haben auch eine eigene BBS-Firma. Was? Die ist auch öffentlich zugänglich. Also, wer noch gerne mitfahren möchte bei uns in der BBS-Firma, der kann bei uns einfach mit dazukommen. Ja,
Richtig, wir müssen Werbung nochmal dafür auch noch machen. Ja. Wenn wir gleich mal an dem Punkt sind. Ja, aber leider hat es bei mir der, die Freude schon ausgelöscht. Die hat aber recht lange angehalten. Ja, das stimmt. Früher bin ich jeden Tag mindestens 3 Stunden gefahren mit BBS. Täglich. Da habe ich dann mal was aus dem BBS und dann. So viel Zeit hätte ich gar nicht. Ja, dann habe ich mich quasi zu Tode gespielt, kann man es auch sagen. Und dann war ich mit dem Lotus wieder beschäftigt. Map-Bau, ich bin gerade beschäftigt. Da hat jetzt viel übrig für BBS. Vielleicht kommt irgendwann die Lust wieder zurück für BBS, wer weiß das. Kommt bestimmt. Wenn man halt zu lange etwas gespielt hat, dann hat man es halt zu Tode gespielt, dann geht die Lust einfach weg automatisch. Und dann muss man eine Pause machen, dann kommt die wieder, dann geht's wieder von vorne los. Ja, die Leitstelle mache ich immer mit. Das macht halt ab und zu schon Spaß, aber nicht täglich wieder zu fahren. Naja, weil ich glaube, der meist gefahren, ne? Ich und Dennis haben früher alles täglich gefahren. Ja, aber irgendwann war es halt wirklich wie eine Pflicht und irgendwann hat man dann einfach keine Lust mehr. Ja, aber es nicht wird, dann geht die Lust. Ja, ich und Dennis täglich haben gefahren, die Firma in der Kasse aufgefüllt. Ja, deswegen gibt es ja jetzt ein Lotus. Da gibt es in den nächsten Leitstellenfahrten. Irgendwann mal. In 100 Jahren. Ja, Geduld. 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 Gab es da nicht mal so ein Sprichwort so mit Geduld? Geduld. Ja. Geduld ist wie überfahren durch Porzellangeschäfte. Naja. Die Hoffnung stirbt am Schluss, sagt man, ja. Bismarckstraße. Bis jetzt hat man noch die Hoffnung noch da. Doch, Düsseldorf hat, aber macht immer noch Spaß zu fahren. Klar, also muss schon sagen. Also ich muss gestehen, München habe ich nicht so oft gespielt. Ich auch nicht. Also anders als jetzt wie in Düsseldorf. Ne? Ich habe mich dann manchmal selber, denn, dass ich dann irgendwann mal nochmal schnell mal so eine kleine Runde drehe hier in Düsseldorf oder so. Das habe ich in München nicht gemacht. Ja, München. Naja, auf München hast du auch nur eine Tram. Also diese Chris-Kanne-Tram würde ich jetzt nicht als Tram anzählen, sondern du hast halt nur diesen R22B und das ist jetzt ja doch nicht so die Revolution, wenn man jetzt mal von außen im Vergleich zum GT6N betrachtet, ja, ne? Genau. Ja, München hat so viele verschiedene Straßenbahnen, wo noch rumfahren und hat nicht ein anderes Modell genommen, was das die neue Tram bekommen vor 2 Jahren. Die hätten doch bauen können. Ich bin ja mal gespannt, ob für Tram München. Weil irgendwann soll in Linie 12 kommen und wenn man dann halt 2 Trams und 3 Linien hätte, dann hätte man schon mal Düsseldorf Hauptbahnhof Endstelle. Ja, besser, wir haben zwar das Christkind jetzt, aber wir können nicht fahren. Naja, das würde ich jetzt halt gesagt, ich hätte Tram und eher so als Papier. Du nach hinten losgegangen ist. So, 25 Minuten Fahrzeit. So, oder der Fahrlied-Modell heißt es. Das bin ich auch schon gefahren damals bei München, der GT8. Gut, ein bisschen was heiß hinzu, das Fahrzeug. Auch noch ganz altes Straßenbahnfahrzeug von München. Weiß nicht, ob das noch fährt, das könnte ich auch nachfahren. So, und damit sind wir am Ende angekommen hier vor dieser Folge. Na, eine Wendeschleife gibt's aber nicht. Ja, muss so sein. Ja. Hier ist Feierabend. Das ist das Goodie. Ja. Das sehen nur die Mitglieder. Das Goodie, ne? In der nächsten Folge werden wir mal abends fahren.
also bei Abenddämmerung vielleicht sowas, ne, damit wir mal so ein bisschen so die Lichter sehen können, wie sich das Ganze so verhält und alles was. Ne, also wenn ihr da mehr sehen wollt, gerne einschalten. Wir werden auch ein anderes Fahrzeug nehmen. Damit wir mal so ein bisschen die Fahrzeuge uns auch mal angucken können, außerhalb von ja, so einem Stream oder sowas. Ne? Ich glaube, Let's Play-Folgen davon so haben wir indirekt halt nur. Ja, hat der nicht Glück, ich muss proben. Da haben wir in der Richtung gar nichts gemacht. Faule Bande, kann man nur sagen. Ja, Dennis tut das automatisch umstellen, ich muss proben. Einmal die gleiche Stelle. Was bin ich denn da für die Ersten? Ich bin dein. Ich bin dein Vorgänger, ne? Ja. Nach mir kamst du, dann erst war es. Und jetzt. Kampf hier wäre ja schnellst gar. Nein, nicht schnell, ist ja Luxer. Es war ich da, dann kam dieses Fass und dann kam es der B80C. Raus und danach DFM 15. So, die ich würde sagen, perfekt eingeparkt hier. Du kaufst dich ja neue Fahrzeuge, habe ich gelesen, neue Stadtbahn schon wieder. So schaut es also aus. Das war eine Folge Lotus hier mit dem Multiplayer aus Düsseldorf. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst. Wenn ihr mehr sehen wollt, unbedingt in die Kommentare posten, schreibt rein. Was stört euch? Ja. Oder, ja, was gefällt euch mal besonders gut? Denn, wie gesagt, einfach unten nutzt die Kommentarbox. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn es denn hier weitergeht mit der Abenddämmerung hier in Düsseldorf. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.